Willkommen zu Minecraft. So, wir wollen ja jetzt eben hier die vier Obsidianblöcke abbauen. Die brauchen wir dann. Das ist schon mal ein Teil für unseren Zaubertisch. Dann muss ich sehen, dass ich noch ein Leder kriege. So. Weil man braucht ein Leder, um ein Buch zu machen. Und das eine Buch braucht man halt auch mal für den Tisch. So, zack, dann gucken wir mal. Da unten ist auch eine Kuh. Ich glaube, hier gab es mehr Kühe. Wir werden ja auch irgendwann noch eine eigene Kuhfarm machen. Aber das kommt alles später. So. Gucken wir mal, wo vielleicht mehr Kühe sind. Da ist noch eine Kuh. Weil das Problem ist, nicht immer droppt. Ups. Ja. Nicht immer lässt eine Kuh auch Leder fallen. Sie lässt es auch häufig fallen, aber halt nicht immer. So, es tut mir ja leid, Kühchen. Aber gut, sie hat Leder gedroppt. Gut, das war's dann auch schon. Dann können wir wieder zurück. So. Ups. Sind wir wieder einen Schritt näher für unseren Verzauberungstisch. Diamanten haben wir. Dann können wir eigentlich ihn auch jetzt schon mal herstellen. Hier geht's. So, hops. Dann stelle ich jetzt mal den Verzauberungstisch. Aber wir brauchen sowieso weitaus mehr Bücher als jetzt das eine. So, gucken wir jetzt mal. Hier haben wir schon ein Papier. Einmal Bambus. Ach, hier hätten wir sowieso. Naja, machte nichts. Dann brauchen wir zwei davon. Da ist nichts drin. Hier haben wir auch nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Das heißt, ich müsste eigentlich noch ein Feld machen für Bambus. Die Frage ist jetzt nur, wohin tun wir das? Setzen wir es direkt hier mit an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, zehn. Ja, wird schon gehen. So, dann tue ich erstmal, da geht's hin. Tue ich erstmal ein paar Sachen wieder hier rein. Hm.
Nee, da oben. So. So. Dann kommt das noch weg. Dann muss ich aber auch hier das hier auf Seite tun. So. Und dann natürlich hier die Wand auch weg. Naja. Nun gut. Dann brauchen wir, ups, so, noch mal eine Spitzhacke gemacht. So, komm her. So. So. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, und bis hierhin. Ein eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und 10. Und dann kommt das auch weg. Hätten wir das schon mal soweit. Dann bauen wir jetzt hier unsere Zuckerrohr, früher mal Bambus. Ups. So, und weg. Du auch. Noch weg. So. Und jetzt müssen wir erstmal wieder Zeug irgendwo hinpacken, damit das, achso, hier. Das mal, ups, das rein, das rein. Ja, dann können wir die erstmal reintun. Dann würde ich sagen, stopfen wir das mal kurz mit rein. Dann können wir oben erstmal schlafen gehen, bevor wer weiß, wie viele Monster hier ihre Geräusche von sich geben. So, mal sehen. Hier haben wir schon mal Sand, den nehme ich mit runter. Dann kann aber hier durchaus das rein. Dann tun wir auch hier hätten wir das. Ja, gut, dann tun wir erstmal hier
die mit rein. So. Schwupp. Eimer haben wir auch noch. Gut. So. Dann können wir eben hier das ganze Zeug wieder einsammeln. So. Jetzt müssen wir das hier mal wieder alles raushauen. Damit auch wirklich unsere Zuckerrohrfarm vernünftig ist. Also jeder hat seine eigene Art und Weise halt sowas zu bauen. Es gibt halt kein Muss. Es gibt manche, die sind sehr effektiv, andere halt dann dementsprechend nicht so. Aber ich brauche es jetzt auch nicht so unbedingt so dolle Dinger, sage ich mal. Das ist in Überschuss. Also wer weiß wie viel. Hauptsache ich habe mich gut versorgt mit den Sachen, die ich so brauche. In den Mengen, die ich brauche. Und ja. Da brauche ich dann nicht jetzt eine Maschine oder so, wo man wer weiß wie viel abernten kann. Ich baue hier und da, also auf meinem Server ist auf jeden Fall schon eine Maschine gebaut, wo ich mit abernten kann. So die, also Weizen und Kartoffeln und Karotten. Aber so wirklich gebrauchen tue ich sie im Prinzip nicht. Bei mir reicht das vollkommen aus, hier meine kleinen Farmen, die ich per Hand abbaue. Weil so eine riesengroße Maschine, da braucht man halt auch dementsprechend ja, man hat es zwar sehr schnell abgeerntet, aber man muss es nun mal auch wieder bestücken, ne? Also sprich, wenn abgeerntet ist, muss man halt wieder natürlich sie bepflanzen. Und ich glaube, das kann dir, glaube ich, noch keine Maschine so. Vielleicht gibt es eine Maschine, die auch bepflanzt, aber ich glaube nicht. Aber wenn es so ist, wenn es Mods vielleicht gibt oder irgendwelche Maschinen, dann ist es ja gut, aber ich selber brauche sie halt nicht. So, frei hin. Da, 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 und da, und da. So, dann können wir hier schon mal auf jeden Fall gucken. So. So, und dann. So. Hier. Und dann hier. So, dann steht schon mal das auch. So, 1, 1, 2, 3, 4. So, hier. 1, 2, 3, 4.
Also genau hier müsste dann jetzt wieder, ich setze jetzt erstmal vorläufig einen Erdblock. So, dann muss ich jetzt hier hinten wieder unseren polierten holen. Du kannst dann hier wieder rein. Huch. So. Gut. Dann kommt nämlich jetzt hier. So. Der wieder hin. Und dann kommt auch hier, damit hier wirklich die Pflanzen gut wachsen können. Die hin. So, und jetzt tun wir uns noch ein Eimer Wasser. So. Swoop. So, dann einmal hier, einmal da. Und ups. Zack. 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 Huch. So, jetzt ist das hier wieder schön still. Jetzt ist das hier auch so eine Art unendliche Wasserquelle. So, und man macht das halt, wie ihr gerade gesehen habt, man fängt mit Eimer Wasser hier so an und dann, wo es halt etwas steiler das Wasser fließt, da kann man, kommt wieder Wasser hin. Und so weiter. So. So und zack. Ups. Ups. So, dann haben wir das gleich auch schon. Dann können wir gleich unser Bambus holen. So. Ja, jetzt ist das Wasser wieder schön ruhig. Dann können wir die Eimer wieder zusammenpatschen. So, dann holen wir eben, ja, hier ist wirklich leider nichts weiter drin. Schade, schade. So. Ja, hier ist auch nichts weiter drin. So. Dann setzen wir die schon mal hin. So, also man kann auch Bambus auf Erde setzen, aber auf, ich glaube, auf Sand wächst es, glaube ich, etwas schneller. Zumindest habe ich das beobachtet. Dauert zwar auch seine Zeit, bis es wächst, aber etwas schneller schon, wenn man es auf Bambus setzt. So. Da haben wir jetzt keinen Bambus. Zupp. Haben wir hier hinten vielleicht irgendwo etwas? Da sehe ich jetzt auch nirgendwo etwas rumeiern. Nee. Und es wird auch schon wieder Abend. Achso. Hops, hops. Nun denn. Dann hoffe ich ja mal, dass wir jetzt direkt ins Bettchen hüpfen können. Ups.
Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Bambus sehen. Sand ja, aber ich sehe jetzt so nicht direkt Bambus. Nee. Ein Kaninchen. Und da hatten wir ja gerade geguckt gehabt. Bloß jetzt gucken wir halt von der anderen Seite. Aber nö. Aber da. Da hinten. So, dann holen wir uns jetzt den Bambus hier. Immerhin schon mal drei. Ups. Eine Fledermaus. Ein Fledermäuschen. Dann schauen wir mal, ob wir noch woanders. Ich sollte noch mal wieder was futtern. Noch reagiert kein Tier auf Bambus. Naja, vielleicht bauen sie irgendwann mal vielleicht Panda-Bären ins die Umgebung ein und die reagieren dann auf Bambus, wenn man ihnen das hinhält. Naja, ist ja Zuckerrohr. Aber naja. So, jetzt haben wir 9. Da hinten ist noch mal was. Aber ich glaube, 9 ist okay. Ups, dann wollen wir mal wieder hinaufkraxeln. Da oben ist unsere Baumplantage. Das könnte ja auch jetzt noch mal hingehen und unsere na Akazie. Jetzt haben wir hier einen Dschungel. So. Birken. Ich muss die mal wieder alle fällen. So, okay. Dann pflanze ich die jetzt noch ein und dann mache ich Schluss für diesen Part. So, und hier wächst und gedeiht auch alles schön. So, und zack, 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 zack. Und zack, und zack. Oh. Da natürlich hin. So. Ja. Mal sehen, was wir dann im nächsten Part machen. Ja, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis dann dann. Tschüss!